Ja, servus liebe YouTube-Freunde. Jo, heute war ich wieder fleißig. Gestern hatte ich ja meinen letzten Arbeitstag. Jetzt war erst nochmal 2 Wochen Urlaub. Auch ganz schön. Ja, ich habe gestern nach der Arbeit gleich mein Futter mitgebracht. Und das habe ich jetzt vorhin aussortiert. Ja, und wie schaut es jetzt dann aus? 6 Eimer für die Hühner. 2 haben sie heute schon gekriegt. Einen bringe ich ihnen jetzt noch. Dann haben sie noch was zu tun bei der Wärme. 3 Kisten für die Pferde, Esel, Ziegen hinten. Einen haben sie auch schon gekriegt, also sind jetzt, also 4 Stück waren es insgesamt. 3 habe ich jetzt noch. Brötchen, die lasse ich noch ein wenig trocknen, die mische ich dann immer noch bei den Ziegen bei. Ja, und das, was man da oben sieht, das ist leider Biomüll. Die Bohnen habe ich schon mal versucht zu dämpfen und, aber die fressen weder die Hühner noch die Ziegen. Mögen sie nicht. Naja, gut. Jetzt würde ich sagen, bringen wir die Hühnchen ist noch was Gutes vorbei. Die freuen sich. Und weil es so schön ist, gibt es heute mal was mit Ananas. Achtung! Die wissen schon, dass es was gibt. Guck, 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 guck. Ach übrigens, zum Wetter, ja, also gestern hat es mal ein bisschen bei uns geregnet, nicht viel, immerhin, es waren ja 3,5 Liter auf dem Quadratmeter, also mehr wie nix, dürfte natürlich wegen mir gerne mehr sein, aber immerhin 3,5 Liter ist wie gesagt besser als nix, haben wir gekriegt, ich habe jetzt gerade mal das Agrar wieder durchgeguckt gehabt, ja, nach aktuellem Stand soll es voraussichtlich am Mittwoch 50% Regen geben. Ja, ja, immer wenn ich hier unten bin. Deswegen habe ich mich entschlossen, ich werde wahrscheinlich morgen ohne Feld unten mähen und die anderen 2 Wiesen, dass ich das Heu noch reinbringe und dann kann es wegen mir so viel regnen, wie es will. Dann habe ich meinen Vorrat erst einmal da. Ja, der stimmt mir zu. Ich glaube, denen geben wir erst einmal was, dann hält er vielleicht die Klappe. Tja, was gibt's da heute? Feldsalat. Und so Buttersalatköpfe und Tomaten, Pflaumen, ich glaube Zwetschgen waren noch ein paar dabei. Apfel habe ich ihnen ein wenig klein geschnitten. Ein paar Scheiben Zitrone und Limette sind dabei. Ja, und die Ananas. Die wird auch prima angenommen, wie man sieht. Die weiße Sussex-Henne da, die steckt den Kopf da gleich rein. Ja, die frisch aufgewühlte Erde, die wo man da sieht, die habe ich ihnen vorgestern mit dem Radlader reingekippt. Da haben wir noch einen Rest unten an der Mähdrescherhall. Und da habe ich einfach mal wieder Schaufel voll geholt. Die freuen sich immer, wenn sie was zu tun haben. Ich meine, viel Würmer sind da nicht mehr drin in dem Haufen. Man sieht schon, es ist alles ziemlich ausgetrocknet, aber die haben was zu kratzen, die haben was zu tun. Gibt es immer mal wieder was obendrauf. Man sieht schon, denen kann man richtig eine Freude machen. Ja, gestern habe ich bei den Hühnern auch meinen Stall noch frisch sauber gemacht. Ich meine, nach einer Nacht sieht man da nicht mehr ganz so viel davon. Schon ziemlich verwühlt wieder alles.
Aber zum Beispiel hier, Sandbox natürlich neu. Na, du hilfst mir. Ja, alles schön sauber gemacht. Was ich jetzt für den Urlaub noch geplant habe, den Stall hier unten. Ich habe mir jetzt von der Arbeit, ja wie gesagt, da Weißkalkedraht mitgebracht. Das werde ich mal anrühren. Dann wird der Stall hier mal richtig schön frisch gekalkt. Und natürlich mein zukünftiger Schweinestall. Der soll auch. Was ich hier vorne eventuell noch machen werde, da muss ich mal ins Sägewerk fahren. Weiß nicht, ob man das da erkennt. Wir hatten einmal ganz früh hier unten auch die Esel stehen. Und der Esel hat damals hier drüben die Planken alle zusammengefressen. Die eine will ich ersetzen. Und da drüben hat eine komplett gefehlt. Da muss ich auch mal rausmessen, was ich für Materialdicke brauche. Und dann werde ich mir mal da im Sägewerk bei uns zwei so Bretter holen. Dass das auch wieder schick ausschaut. Ja. Und dann werde ich natürlich auch mal gucken wegen einem Elektrozaun, den ich da außen noch aufstelle. Muss auch vorher noch das Veterinäramt noch mal genau anrufen, ob das reicht oder ob die noch was anderes sehen wollen. Ja, und dann hoffen wir doch, dass das funktioniert. Los, rauf mit dir! Das ist kein Anlauf. So. Für die verantwortlich zu sein. Aus. Aus, habe ich gesagt. Ja, moin Leute. Ja, heute soweit. Wird Zeit zum Mähen. Das Wetter soll ja jetzt ein paar Tage schön bleiben. War ja gestern schon angekündigt. Ja, ich muss aber vorher erst einmal den Bulldog nehmen und muss nicht tanken. Weil. Die Tankanzeige steht schon relativ niedrig, das könnte reichen, aber ach, tanke ich nicht gleich voll, dann habe ich mal Ruhe. Laufe ich lieber nicht auf Risiko. Ja, da fahren wir jetzt nochmal ganz fix tanken. Eine Betriebstankstelle habe ich nicht. So was hatten wir früher mal, aber die ganzen Auflagen, Vorschriften und Explosionsschutz. Ja, da haben wir irgendwann einmal gesagt, machen wir nicht mehr. Bis zur Tankstelle habe ich 3 Kilometer, dann fahre ich schnell in die Stadt rein. Tank drin auf. Dann habe ich hinterher keinen Stress. Über voll gedankt. Dann geht's wieder nach Hause.
Ja Leute, so kann es gehen. Ich habe das mit angefangen, habe eigentlich Drohnenaufnahmen gemacht. Ja, wie man sieht, ich habe schon ein paar Dinge gemäht. Jetzt habe ich die Drohne gelandet. Ja, das Problem ist, der Akku ist viel zu schnell warm geworden. Die hat mir quasi gezeigt, landen. Akkuspannung passt nicht. Jetzt bin ich runter. Ja, und mein Filmmaterial, was ich eigentlich aufgenommen habe, ist futsch. Das hat sie gar nicht erst aufgenommen. Also dafür sagt sogar die Technik bei der Hitze. Ja gut, dann eben auf diesem Wege leider keine Drohnenaufnahmen, wenn es zu warm ist. Ich bin jetzt dabei, eine Stilllegung hier unten abzumähen. So Stellen, wo die Sonnenblumen so richtig schön dick stehen, die lasse ich stehen. Auch da hinten am Misthaufen und da innen. Diese Stellen lasse ich alle stehen. Die mähe ich gar nicht weg. Dann habe ich ein wenig so eine kleine Insel für die Insekten und für die Vögel noch. Die Schwalben fliegen immer recht dicht hier unten. Dann haben die was zu machen. Aber den Rest nehme ich einmal mit, presse ich durch. Entweder ich brauche es als Einstreu oder ich brauche es dann als Viehfutter oder je nachdem, zur Not kann ich es verkaufen, weil es qualitativ zwar nicht ganz so hochwertiges Futter, aber immerhin. Ich meine, da sind Sonnenblumen drin. Und wenn ich es einmal die Schweine verfüttere, die ich geplant habe, ja, ein paar von den Sonnenblumen kommen natürlich mit ins Futter rein, wenn es gut getrocknet ist. Ja mein Gott, die Pferde freuen sich, also Sonnenblumen selber fressen sie. Getrocknete Sonnenblumen habe ich noch nicht probiert. Aber ich gehe mal davon aus, auch die werden sie fressen. Und ich mähe das jetzt da mal ab, wie viele Ballen das es gibt, weiß ich nicht. Ich habe es dann daheim, ich schätze mal auf die Fläche. 2,71, die 100 0,9. Das Zeug steht relativ dünn. Ja, ich schätze, haben wir vielleicht 300, 350, 400 Ballen oder sowas, wenn wir hier zusammenbringen. Dann habe ich meinen Jahresbedarf gedeckt. Dann ist es egal, ob ich nochmal ein Krummelt hinkriege oder nicht. Wenn ich dann natürlich ein Krummelt hinkriege, dann ist das da als Einstreu gedacht. Dann brauche ich kein Strohpressen. Dann schmeiße ich das als Einstreu zum Beispiel bei den Schweine unten rein. Weil wenn ich die auf Stroh halten will, beziehungsweise allgemein halt auf Einstreu, wenn man keinen Spaltenboden im Stall, dann ist es gar nicht verkehrt, wenn man da noch ein wenig Lagerplatz vollgestopft hat und ein wenig was daheim hat. Wie gesagt, wenn es freigeben ist als Stilllegungsflächen, dass die weggemäht werden dürfen, dann sollte man es machen. Ich bin zwar jetzt nicht so akut in Futternot, aber selbst wenn ich es jetzt gar nicht brauchen sollte, vielleicht bis zum Frühjahr, man weiß ja nie, wie es bei anderen ausschaut. Es gibt Betriebe, die brauchen dann vielleicht was. Ja, und ich kann dann zumindest als Notlösung auch was anbieten. Das ist zwar nichts Besonderes, aber wer gar nichts hat, der nimmt alles, was er kriegen kann. Das kenne ich selber. Und da sage ich ganz ehrlich, haben ist besser als brauchen. Das ist so ein Spruch, den wohl jeder kennt. Wie gesagt, wenn ich dann jemand anderem aushelfen kann, ist das auch eine gute Sache. Dann hat das Ganze auch schon wieder ein gutes. Von daher. Tja, liebe Judo-Freunde, und so schnell geht's. Ja, im Osten sieht man so oft, Maschinen brennen, Felder brennen. Jetzt hat es mich selber erwischt. Bin jetzt weit genug weg. Alles, was ich gerade gemäht habe, ist in Flammen aufgegangen. Ein kleiner Funke, da war ein Stein im Weg hinten. Beng hat's gemacht. Bloß ein kleiner Brandherd. 2 Kilo Löcher noch draufgehalten. Du hast keine Chance. An dieser Stelle sei gesagt, seid vorsichtig, wenn ihr draußen arbeitet. Meine Ernte, wie ihr seht, ist futsch. RDW da, Feuerwehr da, das war der schnellste Weg. Ja, heute traurige Premiere. Ich habe in meinem Leben das allererste Mal den Mähdrescher gefahren. Ich habe vorhin die Halle quasi evakuiert unten. Ja, unten im Eck hat es angefangen.
brennt hier rauf. Gleich die Feuerwehr gerufen, nachdem der Löscher leer war. Die alarmiert, Bulldog aufgerammt, Mähdrescher rausgefahren. Ja, und den Gruppe angehängt. Ja, und das Ende vom Lied sieht man ja jetzt. Scheiße war's. Die Ernte, die 400, 500, 600 Ballen, die ich mir hier erhofft habe, kann ich vergessen. Das gesamte Material abgebrannt. 5 Minuten vor Feierabend quasi. Ich sag's hier auf diesem Wege nochmal, lasst euch das eine Lehre sein. Für mich war das jetzt der größte Schock überhaupt. Es ist nichts weiter passiert. Die Ernte ist verloren, ja. Aber die Maschinen sind heil geblieben und die Halle steht noch. Die Feuerwehr war relativ zügig da. Mit einer Schaufel habe ich mit dem Brandleiter dann hier erst einmal die Halle quasi geschützt, bis die Löschzüge gekommen sind und dann ist gelöscht worden. Die Halle hat nicht gebrannt, aber steckst du nicht drin. Ja, da sind noch 3 andere Schlepper gekommen aus dem Umkreis, die haben mitgegrubbert. Deswegen sieht die Fläche jetzt so aus. Ich gehe jetzt über die Stellen, die noch nett sind, hier zum Beispiel. Also alle versteckten vielleichtigen Blutnester. Aber Ernte habe ich hier jedenfalls nicht mehr. Ja, so viel dazu. Ich habe mir das anders erhofft. Ich habe eigentlich gedacht, es gibt hier mehr zu sehen. Ja, sowas passiert. Gut, ich grubber noch ein bisschen rum. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Servus.